Hallo, herzlich willkommen zum Überblick des RMF Charger mit Tuning Kit. Die Bedienungsanleitung, wie man sich den Basic Holzlader RMF Charger zusammenbaut, das Video kennt ihr ja. Und das hier ist jetzt das Update, wie man praktisch das Extension Kit mit einbaut. Bei mir ist es so gelöst worden, dass ich an der Stelle den Eingangsfilter platziert. Ja, normaler Kaltgeräte-Steckeranschluss, und dann ist hinten nur L und N ist belegt. Irgendwie ein Metallgehäuse haben wir hier nicht, da können wir in grün-gelben ja schlecht irgendwo anschließen. Aber normalerweise dürfte da dann die Störsignale vom RMF ab hier dann zumindest auf die Erde draufknallen. So, dann geht es von dem Eingangsentstörer auf den Schalter. Ne, den Schalter muss man so rum hier einbauen, dass praktisch hier hinten 0 und hier vorne 1 ist. Wenn man andersrum einbaut und den dann so anklemmt, dann leuchtet die ganze Zeit die eingebaute Neonlampe. Aber die soll ja nur leuchten, wenn man einschaltet. So, und dann geht es von dem Schalter eigentlich dann nur weiter auf den Input von der Ladeabschaltung. Ne, hier drüben ist der Input von der Ladeabschaltung. Und parallel zum Input könnt ihr das 5 Volt Netzteil klemmen. Und der Output vom 5 Volt Netzteil geht einmal als Versorgungsspannung aufs Ampermeter. Ja, da braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr da mal Batterien von 24, 25 bis 30 Volt dran habt, dass das durchgeschossen wird. Das geht nämlich nur bis 30 Volt, wenn man es direkt an den Output anklemmt. Nachteil bei der Ansteuerung hier, wenn er es über ein Fremdnetzteil macht, ist halt, dass das LED-Voltmeter halt erst angeht, wenn ihr auch Netzspannung dran habt. Ne? Andererseits würde das dann gleich angehen, wenn er die Batterie anklemmt. Müsst ihr halt mal gucken, wie ihr es lieber habt. So, und die andere Seite vom 5 Volt Ausgang geht auf den 12 Volt Lüfter. Ne, der 12 Volt Lüfter, der läuft auch mit 5 Volt und dann macht er nicht ganz so laut und der Luftdurchsatz reicht trotzdem aus, dass die Kühler hier ordentlich gekühlt werden. Ja, bei mir habe ich dann hier hinten drin zwei große Löcher gemacht, weil die Luft soll auch an dem Netzteil vorbei, ne, weil das Netzteil wird auch warm. Das ist auch die Sache. Das Netzteil muss gekühlt werden und na, hier vorne unser Transistor ja sowieso. Darauf kommt es eigentlich nur an. So, dann das Potentiometer, was dazu geliefert wird, das wird einfach nur in Reihe zum Vorwiderstand geklemmt. Ne, hier ist der Vorwiderstand, das eine graue Kabel geht an die eine Seite vom Potti und das andere graue Kabel geht dann praktisch auf den Anschluss, also auf den dünnen Triggerdraht vom Ferrit. Und die Mittelanzapfung und das äußere Beinchen zusammennehmen, dass im Worst Case, falls man hier irgendeinen Widerstand eingestellt hat, wo die 5 Watt hier nicht ausreichen, dass er dann trotzdem über das gesamte Potti dann trotzdem noch einen Widerstand hat und nicht widerstandslos dasteht sozusagen. Einen anderen Hintergrund hat es, soweit ich weiß, jetzt nicht. Okay, ja, damit dürften dann eigentlich alle Klarheiten erstmal beseitigt sein. So, zum Schluss komme ich noch zur Funktionsweise und da gibt es bei diesem Teil hier zumindest einen kleinen Bug. Ne, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euren Netzteilen auch der Fall ist. Ich habe es bis jetzt nur geschafft, diese eine Prototypenkiste zu bauen, um es zu demonstrieren. Und ausgerechnet da ist ein Fehler in Anführungszeichen aufgetreten, den ich vorher noch nie hatte. Ne, ich habe bestimmt schon 20 von diesen Ladeabschaltungen hier verbaut und bei der ist es das erste Mal, dass man einen kleinen Trick machen muss, damit es anläuft. Und zwar zeige ich euch den jetzt. Also, ich schalte mal hier drüben ein. Jawohl, das Ding läuft. Und hier seht ihr schon, 7,7 Volt hat mein Akku jetzt noch. Und wenn man hier die Ladeabschlussspannung einstellt, bin ich jetzt bei 15,7 Volt, hätte der jetzt unter normalen Umständen eigentlich schon längst die Platine durchschalten müssen und das Netzteil praktisch auf dem Output hier hauen, dass der RMF betrieben wird und die Batterie geladen wird. Das tut er hier nicht. Ich habe am Anfang rumgerätselt, wieso, weshalb, warum.
Und da muss man jetzt einfach Folgendes machen. Man nimmt den Plus vom Input, klemmt ihn ein bisschen ab, klemmt ihn wieder ran und dann läuft's. Man muss nur den Input kurz lösen, dann geht das Relais an von der Ladeabschaltung. Warum auch immer, hat es bei den anderen nie gemacht. Und dann läuft das auch. So, und dann kann man hier dann ganz normal hochregeln. Wir wollen mal gucken, dass man nicht gleich 15,7 Volt haben wir eingestellt. Ne? Die ist sehr hochohmig, die Batterie hier. Die ist schon, was die schon alles mitgemacht hat. Ne, deshalb hört ihr hier jetzt auch noch kein Piepschen. Gehen wir mal auf 15,3 Volt. Bei 15,7 Volt schaltet er ja ab. Ne, das ist meine Spannung, die am Akku anliegt. Das ist die Spannung, die wir in den EMF-Charger reinschicken. Und jetzt? Ah, ihr hört's. Ihr hört's ein bisschen. Ihr hört's ein bisschen. Die Spannung sinkt jetzt hier auch. Und dieses Ampermeter kann man natürlich auch woanders platzieren. Bei mir ist es ziemlich... Das war die erste Produktion. Ich würde es in den anderen Teilen jetzt woanders hin platzieren, dass man diese ganzen Ampermeter mit einer, diese ganzen LED-Anzeigen mit einem Mal im Blick hat. Und ihr seht ja schon, die Ampere werden jetzt immer mehr. 40 mA nimmt er jetzt schon auf. Und mit dem Vorwiderstand, also mit dem Potentiometer, mit dem 1K-Potentiometer, was dann noch dazu geliefert wird, könnt ihr hier extra nochmal einen Vorwiderstand einstellen und dann hier extra nochmal eure gewünschte Stärke justieren. So, das zur Funktionsweise. Jetzt noch zur Grenze des Ganzen. Die Grenze hat Falco rausgefunden, und zwar indem er einen großen Akku rangehangen hat und hier jetzt keine 17 Volt eingestellt hat wie ich. Ich würde euch empfehlen, einen 12 Volt Akku hier immer mit 17 Volt, 17,5 Volt zu laden. Ultra Ampere Falco musste die Grenze finden. Er hat sie auf 19 Volt, 19,5 Volt eingestellt, also volle Kanne. Er hat dann um die 3 Ampere immer aufgenommen, hat er gesagt, das Ganze ging 2 Stunden lang gut. Und dann ist ihm das Netzteil hier hochgeraucht. Dann ist es so heiß geworden, das Netzteil, dass es praktisch in Flammen, nicht in Flammen aufgegangen ist. Er hat gemeint, es hat kurz einen Klack gemacht und dann war es aus gewesen. Ein bisschen gestunken hat es halt. Also gebrannt hat nichts. Immerhin. Aber 2 Stunden Betrieb mit 3 Ampere ist eigentlich ziemlich mau. Meine Experimente haben im Gegensatz gezeigt, ich habe sie, wie gesagt, hier auf 17, 17,5 Volt eingestellt, immer nur ein kleines bisschen mehr als die Ladeschlussspannung ist. Man muss dann immer ein bisschen nachregeln, weil der Widerstand ändert sich dann hier im Potentiometer im Eingebauten. Aber wenn man so die erste halbe Stunde nachgeregelt hat, ist es eigentlich ziemlich stabil. Bei meinen Lithium-Akkus war es zumindest ziemlich stabil gewesen, und da habe ich eine 4-5 Stunden nonstop dran gehabt. Ich muss auch dazu sagen, in der Nacht, da war es nicht ganz so kalt. Falco hat seine Tests bei 30 Grad Außentemperatur gemacht. Also er hat wirklich die Kotzgrenze gefunden. Ja, aber bei meinem Test hat ausgehalten in der Nacht bei 15 Grad Umgebungstemperatur, 20 bis 15 Grad Umgebungstemperatur. 4 Ampere nonstop hat es geliefert. Und ja, das dürfte es auch bei euch tun. Wenn ihr hier nicht zu viel Spannung einstellt. Darauf muss ich jetzt nochmal hier hinweisen. Okay, so, dann war es das jetzt eigentlich schon gewesen. Die Ladeabschaltung, was ihr hier eingestellt habt, das, also abschalten tut es dann, nur beim Einschalten hat es so einen Bug. Wenn das dann zur Ladeschlussspannung kommt, dann schaltet das Teil wirklich aus. Das habe ich getestet mit dem Ding, das geht. Und ansonsten wäre es mal noch schön, wenn... kennt ihr jemanden, der sich mit diesen Ladeabschaltungen auskennt? Ja, ich meine, ich bestelle die und da ist ja keine Bedienungsanleitung, ging gar nichts dazu. Das, was ich schon rausgefunden habe, ist, dass wenn man hier den rechten Knopf drückt, da kann man die Ladeabschlussspannung einstellen. Und der linke Knopf hier, wenn man den gedrückt hält, da kann man auch noch irgendeine Spannung einstellen. Ja, ich habe die erstmal bei mir auf 0,5 Volt eingestellt. Ich habe so gedacht, das ist so die unterste Spannung, bei der er einschaltet. Wenn ihr hier Akkus dran habt, die bei 0 Volt sind, da schaltet es die Ladeabschaltung leider nicht ein. Die müsst ihr ein bisschen verarschen am Anfang, da müsst ihr mehr als 0,5 Volt irgendwie emulieren, parallel noch irgendwie den Akku dazu hängen, der mindestens das hat. Und dann, wenn es eingeschalten ist, könnt ihr ja den emulierten Akku wegnehmen und dann wird wirklich der Akku geladen, der die 0 Volt hatte, dann geht das auch. Okay, so.
Ich denke, ihr müsstet das eigentlich hinbekommen. Ach so, ganz wichtig noch. Hier, diesen Bereich, das ist die Hot-Seite. Das ist praktisch der Bereich, wo die 220 Volt vom Netz ankommen. Und für das habe ich euch dieses Teil mitgegeben. Das ist kein Verpackungsding. Das ist dafür gedacht, dass es das dann hier irgendwie draufklebt oder ranklebt, dass man von der Seite hier praktisch nicht rankommt, wenn man es irgendwie bedient. Weil hier auf der Seite, das ist alles lebensgefährlich hier oben. Das sind überall die 220, 230 Volt. Und ab